Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten Anrufers. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher als der Festnetztarif. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Und bitte schön, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen hier bei Ihrem Lieblingssender Astro TV mit mir, Ihrer Cora Furt-Keck. So. Das war mehr als höflich, ne? Also gehen wir doch gleich in das spirituelle und liebevolle und respektvolle und persönliche Du über, ja? Denn dadurch bin ich einen Moment schneller in deinen Bildern drin und diesen Moment können wir nehmen, um einen Moment länger in deinen Bildern zu verweilen. Wenn du hier bei mir gleich im Studio angekommen bist, dann sag mir doch bitte deinen Vornamen, dein Sternzeichen, wie jung du bist und natürlich, was ich für dich tun kann. Möchtest du das Rad der Zeit? Dann schauen wir mal, was das Leben dir so in den nächsten 4, 6, 7, 8 Wochen doch alles zu bieten hat. Dein neues Glück? Da schauen wir nach, wie sieht denn der Mensch aus, den du dann neu kennenlernst? Und wo lernst du ihn oder sie kennen? Dein Highlight, na, das brauchen wir immer mal, ne? Wenn dieses Alltagsgrau und so ein bisschen einzudecken beginnt, ist ein Highlight genau richtig. Deine Lebenszahlen, die auch deine 6 Glückszahlen sein können, dann hab gerne etwas zu schreiben bereit. Und wenn du eine direkte Frage hast, her damit, ich schau doch mal nach. Sei es über die große, klare und wahre, über die Sirius Matrix B Kristallkugel oder über den Lebenskristall. Richtig, meine Kristallkugeln haben alle einen bestimmten Namen. Deinen Namen brauche ich hier gleich, wenn du bei mir im Studio angekommen bist. Den 01379 911 880. Die eine Stunde jetzt bin ich live auf Sendung. Dann habe ich mir vorgenommen, Urlaub zu haben. Bedeutet, ich muss so Sachen erledigen wie Buchhaltung, will daheim renovieren. Aber ich weiß, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es könnte sein, ich bin doch noch mal auf Sendung. Wir werden mal sehen. Wenn Hellseher für sich selbst hell sehen, ne? Jetzt erstmal für dich, wenn du hier dich durchwählst über den 01379 911 880. Bis Mitternacht bin ich also live auf Sendung und wir schauen mal. Jawohl, ja. Hallo, 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 da ist die Cora. Ja, hallo Cora, hier spricht man. Ich grüße dich. Du, ich habe einen ganz starken Widerhall. Hörst du mich gut? Ich habe den Fernseher aus. Okay, sag mir gerade mal bitte dein Sternzeichen, wie jung bist du und was ich für dich tun kann. Wassermann und 6. Und was kann ich tun für dich? Ich höre leider nur diesen Hall, das Rad der Zeit. Dann schauen wir da gerade mal rein. So, was ich hier greife vom 3. August bis zum 11. August, alles was mit Wasserzeichen Geborenen zu tun hat, also Menschen, die hier zum Beispiel im Fischezeichen, im Skorpionzeichen geboren sind, die tun dir sehr gut, mit denen harmonierst du prima. Ansonsten ist zu sehen, die Finanzen, da erwartet dich noch ein glückhaftes Ergebnis einer Prüfung durch Kasse, Rentenkasse, Krankenkasse, was auch immer in der Richtung. Auf jeden Fall sieht das ganz gut aus. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Dankeschön, bis dann. Tschüss. So, jetzt wollen wir doch mal hoffen. 01379 911 880. Liebe Regie, habt ihr die Dame verstanden? Ja, also okay. Hallo, 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 da ist die Cora. Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße dich, Karin. Dich habe ich zwar deutlich, aber leise. Ich glaube, wir machen heute Hörermonopoly. Mal schauen oder so. So, was kann ich denn Schönes für dich tun?
Bereich. Perfekt. In der Wohnung. Ja. Sag mir doch gerade mal bitte, wann bist du geboren? Und also dein Sternzeichen und wie jung bist du? 65 und Waage. So, und du suchst eine neue Wohnung, richtig? Ja. Gut, wir schauen gerade mal. So. Den Bildern nach braucht das ein bisschen. Da habe ich eher so den November in deinen Bildern drin. Das ist eher so etwas, also ich würde nicht sagen in der Talsenke, aber so auf der Hälfte des Berges, weil Herbst und Frühjahr ist ab und zu der Nebel erkennbar. Sanfter Hügel, eine gepflegte Straße, sieht aus wie so ein Stadtteil, der sich den dörflichen Charakter erhalten hat, ist aber eine Großstadt, nur wie gesagt der Stadtteil, eher auf den November, eine Straße mit vielleicht so 3-4-stöckigen Häusern, schön renoviert, passt. Alles Liebe. Bitte sehr, bis dann. Tschüss. 01379 911 880. Die eine Stunde bin ich jetzt live auf Sendung. Dann, wie gesagt, am Donnerstag und Freitag nochmals mit dem Shop. Da gibt es ja keine Beratung. Wenn du mich außerhalb der Sendung bei unserem Werbepartner Questico erreichen willst, sehr gerne. Das passt trotzdem, auch wenn ich offiziell 14 Tage Urlaub habe. Da ist meine Beraterkennung die 1364. Ich glaube, ihr hört an den Urlaub, glaube ich, momentan selbst noch nicht. Aber ich habe es mir vorgenommen. Hallo, hallo, hallo. Da ist die Cora. Hallo Cora, ich bin Anna. Ich grüße dich, Anna. Und ich hätte gerne mal, ja, mein neues Glück. Dann schauen wir danach. Dein Sternzeichen, wie jung bist du denn? Ich bin Widder und 78. Dankeschön. Die letzten 6-7 Monate hattest du stark damit zu tun, dieses Tal der Traurigkeit nicht zu erreichen. Mit einem hohen Maß an Selbstdisziplin hast du dich rausgezogen. Das heißt also, du brauchst einen Menschen, der grundsätzlich eine optimistische Haltung hat. So einen Menschen, der ständig sagt, oh, warte nur, das geht nicht gut, kannst du überhaupt nicht gebrauchen. Und der Mensch, der diese positive Grundeinstellung hat, der ist eher zu sehen auf Dezember. Da heißt es hier, ein Wassermanngeborener, die Haare silberweiß, die Augen grün, geschieden, 2 erwachsene Kinder, Haus ist abbezahlt, circa 40 Kilometer von dir entfernt. Wo lernst du ihn kennen? Das dürfte... Soweit ich das hier greife, das wirkt wie so ein Nachmittag, ein sonntägliches Treffen. Und wann? Eher so auf den Dezember. Dezember, mhm. Ja. Alles Liebe. Dankeschön. Und euch beiden eine schöne Zeit. Danke. Bitte, tschüss. Bis dann. Tschüss. So, 01379 911 880. Manchmal bin ich hier so tief in den Bildern drin, gestattet, da schaue ich dich nicht direkt an. Das mache ich ansonsten wirklich hier über die Kameralinse. Und in dem Moment, das mache ich auch vorher kurz, dass ich das Studio jeweils segne, die Kristallenergie hier aufsteigen lasse. Und in dem Moment stelle ich mir wirklich vor, und viele Hunde und Katzen spüren das, das habt ihr mir daheim schon als berichtet, wie ich über die Kameralinse, wie so ein Laserstrahl, die Kristallenergie zu dir nach Hause schicke. Manch einer fühlt sich allein durch diese Energie schon getröstet. Und das bin nicht ich als Mensch, ich bin da nur Mittler, ich bin nur Werkzeug, habe aber die große Freude und Ehre, bedingt durch die Familiengeschichte, ein Mensch zu sein, der diese Kristallenergie sehen kann, als Kind schon, um alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen und alle Gegenstände, dieses Funkeln, Glitzern, Gleißen, dieses Vibrieren zu sehen, es lebt alles. Und wenn ich dir das nur ein Stück weit für dein Leben mitgeben kann, wenn ich dir sagen kann, schau mal dieses Rad der Zeit, stell dir mal vor, das ist wie so ein Fahrrad, diese Narbe da in der Mitte, der Punkt,
Punkt, das bist du. Und die Speichen, das sind die Felder der Möglichkeiten. Deswegen können sich Ereignisse manchmal auch verschieben, weil wir von einer Möglichkeit gerne in die andere so rüberspringen. Und das machen wir, wenn wir uns vor dem Feld der Bestimmung ein bisschen drumherum mogeln wollen. Nicht gemogelt wird bei den Mitmachregeln. Bitte beachte die Mitmachregeln hier im Laufband. Hallo, 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 da ist die Cora. Einen wunderbaren guten Abend. Ja, guten Abend, hier ist die Edith. Ich bin 79 und Löwe. Ich hätte gerne mein neues Glück. Wir schauen doch nach, Edith. Also zunächst mal hast du eine sehr nette Begegnung mit einer Dame, eine Skorpiongeborene dürfte das sein, rötlich blond, so honigfarben die Haare, blau-graue Augen und es wird eine gute und feste Freundin und über diese Dame lernst du den Herrn kennen. Das mag sein, es ist ihr Bruder aus dem Bekanntenkreis jemand, denn der Herr hat die gleiche Haarfarbe, allerdings viel grau inzwischen dabei. Also du lernst ihn über diese Dame kennen und Zeitrahmen ist Ende September bis Ende Oktober. Also da haben wir noch mal ein paar schöne warme Tage den Bildern nach. Und Ort des Kennenlernens ist ein Café-Bistro, weil man sieht vorne die Stehtische und hinten dran die normalen, schönen, großen. Und was fällt dir auf? Erstens, der Mensch war sehr interessant zu erzählen. Zweitens, bringt er dich gerne zum Lachen. Und drittens, hat er Geschmack. Sei es beim Essen wie bei der Kleidung. Ich wünsche euch beiden eine wunderbare Zeit und die Freundin, die da in dein Leben reinkommt, das passt auch. Freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Sehr gern geschehen. Bitte sehr. Bis dann. Tschüss. Jetzt bin ich ein bisschen in den Bildern versunken. Das könnte mir passieren. Deswegen bitte ich gerne dich um ein bisschen Unterstützung. Wenn hier einer nach dem anderen anruft, komme ich gar nicht in die Versuchung zu sagen, Moment, und ich bin da mal die nächsten 5 Stunden in deinen Bildern drin. Aber nicht, dass du sagst, oh ja, bitte, das machen wir ein andermal, okay? Weil wir sind ja im Kristallblitz. Hallo, 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 einen wunderbaren guten Abend. Da ist die Cora. Hallo Cora, ja, wir Lederberg. Ich grüße dich. Ich wollte mal wissen, wir würden gern auswandern, ob das klappt. Sag mir doch gerade mal bitte dein Sternzeichen und wie jung bist du? Waage und 74. Und gibt's da eine bestimmte Richtung? Spanien. Also hier wird nur eines gezeigt, zweimal die 7, also 77. Das heißt, dein Wunsch erfüllt sich und dann ist die 77 zu sehen. Also es braucht noch ein bisschen, aber es passt dann. Das sieht gut aus. Hast du es gehört? Ja, danke schön. Danke. Bitte sehr. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich hätte sie ja gewünscht, ah, schon nächstes Jahr. Warum auch immer. Manchmal, wenn so eine zeitliche Verzögerung zu sehen ist, dürfen wir uns fragen, boah, wer weiß, wofür es gut ist. Wer weiß, wofür es gut ist, wenn du jetzt hier zum Beispiel deine Frage an mich richtest und wir über die Kristallomantie, so nennt sich das übrigens, zum Beispiel das Hellsehen mit Hilfe von Kristallobjekten, da mache ich nichts anderes, als das gesamte Hellsehen zu bündeln in diese kleinen Objekte hinein, denn da hole ich mir die Bilder einfach genauer her. Und zwar gerne für dich, wenn du dran bleibst, denn jetzt gibt es noch die wichtigen und richtigen Infos. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt.
Und was ihr hier sehen könnt, ist der Engelsgruß der Eloa, ein Anhänger aus reinem Perlmutt. Das siehst du hier im Bild und die Kette ist aus 9,25er Silber, 45 cm lang. Und diese Kette, da bin ich drauf gekommen, weil ich immer wieder so ein Gefühl der Geborgenheit empfinde, wenn ich an die Legende denke, die mir meine Großmutter schon erzählt hat, als ich Kind war. Denn der weibliche Engel Eloa entsprang der Legende nach aus der Freudenträne Jesu, die Jesus weinte, als er die vor den 5000 Menschen predigte, hatten die irgendwann mal Hunger und Durst. Es hatten nur ein paar was dabei und Jesus bat, das alles zu ihm zu bringen, damit er es vermehren kann. Und es war nicht einer dabei, der gesagt hat, nö, meins behalte ich, sondern es ging wirklich um die Kraft der Gemeinschaft. Und da hat sich Jesus so gefreut, dass ihm eine einzelne Freudenträne zu Boden fiel. Und als diese Träne den Boden berührte, entsprang aus ihr der weibliche Engel Eloa. Und ihre Flügel schimmerten perlmuttfarben, bis dato das Zeichen ausschließlich der Erzengel. Und die Menschen freuten sich und sangen und weinten ebenso Freudentränen. Und aus diesem Grunde gibt es hier wirklich den kleinen Engelsflügel, das heißt so 3,5 cm ist er doch lang, aus reinem Perlmutt mit der 9,25er Silberkette zum Preis von 36,90. Sei dabei, komm unter den Schutzschirm der Eloa, sei Teil der Gemeinschaft, nutze die Kraft der Gemeinschaft und du weißt ja, unser Verstand brüllt, unser Herz, so spricht leise, unsere Seele und die Engel flüstern. Nimm dann gern mal so den Anhänger als zwischen Zeigefinger und Daumen. Gönn dir einen Moment der Stille. Und vielleicht hörst du dann den Engelsgruß der Eloa, die Botschaft für dich. Manchmal kann es auch ein einzelnes Wort sein. Das nächste Wort hat mein nächster Anrufer. Genau. Hallo, 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 da ist die Cora. Hallo, hier ist die Renate. Ich grüße dich. Renate, dein Sternzeichen, wie jung bist du und was kann ich tun? Zwilling und 71. Und was kann ich denn tun für dich? Ich hätte gerne das Rad der Zeit. Dann schauen wir danach. Dein Rad der Zeit zeigt zwischen dem 11. August und 19. August alles, was mit Portemonnaie, Handtasche, Schlüssel hat, genau kontrollieren, bevor du das Haus verlässt. Vielleicht hast du in dieser Zeit zwischen 11. und 19. August einen Ersatzschlüssel bei einer Person deines Vertrauens hinterlegt hast. Die Finanzen sind nicht nur stabil, es heißt, du hast in früheren Jahren Lasten abbezahlt, also Lasten getragen. Das ist den Bildern nach soweit gut in Ordnung. Die Finanzen sind stabil und geordnet. Es kommt im Oktober den Bildern noch ein jüngerer Herr auf dich zu, aus der Familie heraus, der bittet um deine Hilfe, deinen Rat. Er bittet kein Geld, sondern er braucht einen guten Rat von dir. Im Dezember ist zu sehen eine wunderbare Einladung zu einer Dame Anfang 50. Alles Liebe! Herzlichen Dank. Gern geschehen. Bis dann. Tschüss. Jetzt bin ich doch ein bisschen schon in den hellsichtigen Rundumblick rein, so den Bildern nach. Sag mal, wollen wir den nicht machen, den Kristallwunsch? Hätte ich jetzt mal so gedacht, ne? Ja, gehen wir doch in den Kristallwunsch. Weil, das ist ja der hellsichtige Rundumblick. Dann nehme ich mir einfach einen Moment mehr Zeit für dich und gehe doch einen Ticken ausführlicher in deine Bilder rein. Der Kristallwunsch, der hellsichtige Rundumblick, dein neues Glück, deine Frage, die Schattenlösung, die Energiebalance, finanzielle Fülle mit Hilfe der Kristallenergie gewinnen und körperliche Fülle mit Hilfe der Kristallenergie loslassen. Ganz gleich, ob du Christus, höheres Selbst, Universum, aufgestiegene Meister, Schutzengel das nennst, etwas Höheres, an den wir es abgeben können, das fühlen wir alle, das ist da irgendwo. Und alles ist Energie. Du
bist diese Energie. Würdest du deine Hand oder irgendetwas von dir unter ein Elektronenrastermikroskop legen, dann wäre nicht die Hand zu sehen, sondern genau diese silber, golden, weiße, funkelnde, glitzernde, gleißende, vibrierende Kristallenergie. Das sind wir. Und wenn uns gesagt wird, boah, du strahlst ja so, daher auch der Ausdruck Ausstrahlung, ne? Dann leuchten wir von innen heraus. Logisch. Die Elektrizität in uns, da haben wir so viel davon, dass wir 100 Menschen 4 bis 5 Tage lang mit Strom versorgen könnten. Bitte nicht unter Strom setzen. Aber du kennst das, wenn du geladen bist und bekommst am Türgriff mal so einen kleinen Batscher. Ne? Also wir schauen jetzt einfach mal, was hier so aus den Bildern geladen kommt für meinen nächsten Anrufer. Hallo, 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 da ist die Cora. Einen wunderbaren guten Abend. Wer hat es geschafft in meiner letzten Live-Stunde vorm Urlaub? Ja, ich bin die Doris und ich hätte gern diesen Rundumblick. Gerne, Doris. Dein Sternzeichen, wie jung bist du? Jungfrau und ich werde im September 82. Dankeschön. Krebsgeborene werden für dich in den nächsten 6 Monaten noch wichtig. Da heißt es hier, das sind Menschen, die dir Gutes tun und die dir gut tun. Da ist jemand Bekanntes, eine Krebsgeborene und ein Krebsgeborener, der kommt noch neu in dein Leben rein. Ansonsten heißt es hier in deinen Bildern, du gestaltest das Zuhause mit Farben und Formen noch um, also wohl Stoffe, Kissen oder ähnliches. Was fällt noch auf? Eine kleine Reise auf Oktober. Überlegst du noch, ob du die machen sollst? Da ist noch die Entscheidung in den Bildern drin, heißt aber, passt ganz gut. Dein Halschakra empfinde ich als ein bisschen bedeckt in den 2 unteren Dritteln. Das heißt, vielleicht so bist du so Anfang 60, 63 warst, hast du ganz viel geschluckt und nicht ausgesprochen. Das oberste Drittel ist wunderbar leuchtend türkis. Das heißt, dann hast du gesagt, so, jetzt stehe ich zu dem, was ich denke und spreche es aus. Was fällt auf? Engelskontakte sind verstärkt. Ein Herr, der gut beieinander war, ist auf der anderen Seite des Lebens und behütet dich und bringt dir als auch interessante Träume. Das fällt auf bei dir. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Oh, danke. Gern geschehen. Ich glaube, du hast dich ganz gut erkannt und es waren ziemlich viele Infos auf einmal. Alles Liebe. 01379 911 880. Hallo, hallo, hallo. Einen wunderbaren guten Abend. Wer hat es denn jetzt ins Studio geschafft? Ja, hallo, hier ist die Lydia. Ich grüße dich, Lydia. Steinbock? Mhm. Was brauchst du noch? Wie jung bist du und was kann ich tun für dich, Lydia? Den Rundumblick, bitte. Ja, und wie jung bist du? 57. Dankeschön. So, Folgendes ist in deinen Bildern erkennbar. Da kommt nochmal beruflich Lob, Anerkennung oder ein Ehrenamt. Da ist ein Waagegeborener mit daran beteiligt, den Bildern nach schon ab Oktober. Jetzt denkst du vielleicht, boah, wie soll denn das gehen? Lass dir ruhig die Zeit, hier taucht es auf. Du möchtest mit einer Freundin, wo es ein bisschen Knatsch gab, weil du das Gefühl hast, sie würde dir noch nicht mal die Butter, geschweige denn die Margarine auf dem Brot kennen, gönnen, möchtest du gerne ein klärendes Gespräch führen. Das in deinen Bildern zu sehen, warte noch bis nach dem 15. August, dann ist das wieder alles im Lot und das Gespräch macht auch Sinn zwischen euch beiden. In den Finanzen ist bei dir greifbar, da gab es mal einen Verlust, ich kann nicht greifen, wurde das Geld verwehrt, hat was mit Grund und Boden und im Herrn zu tun. Im Jetzt aber ist zu sehen, die Finanzen sind nicht nur stabil, sondern du hast auch Glück aus Buchstaben.
Du könntest mal die nächsten Wochen im Supermarkt immer diese Postkarten, die Preisausschreiben ausfüllen, die man dort einwerfen kann. Ich darf dich ja nicht zum Glücksspiel verleiten, aber vielleicht begleiten. Dann ist noch zu sehen, rein energetisch an den Kniegelenken greife ich so kleine Kristalle. Das sind Menschen, die ganz, ganz pflichtbewusst ihre Sachen durchgezogen haben. Manches Mal am liebsten hätte es aber alles liegen lassen, wäre es davon gelaufen. Das nächste halbe Jahr wird es mit viel Arbeit zu sehen und dann ist richtig so, boah, du hast deine Schäfchen im Trocknen. Und die vitale Energie ist dienstags und donnerstags am höchsten bei dir. So, war es zu viel auf einmal? Okay. Bitte, bitte, bis dann, tschüss. Ja, da bremse ich ein bisschen beim hellsichtigen Rundumblick, da kommen die Bilder wirklich so tschu, 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 einer nach dem, eins nach dem anderen. Aber wir schauen mal, was für dich alles so auffällt. Und wir gehen doch gerne in dem Moment in die Geborgenheit, in den Schutz der anonymen Beratung. Und das ist die Gelegenheit, wenn du sagst, boah, Cora, da habe ich schon drauf gewartet. Ich habe nämlich eine Frage zu meinem Herzensmenschen und ich würde gern wissen, wird das was zwischen uns? Ist er oder sie wirklich getrennt oder sagt man mir das in dem Moment nur so? Wir schauen uns das an. Vielleicht ist er auch dein Gefährte der Zeit, also ein Mensch, den du schon aus früheren Leben kennst. Wir schauen mal nach. Hallo, hallo, nein, nicht auflegen, dranbleiben bitte. 01379 911 880. Das ist bestimmt die Dame mit den vielen Engelsfiguren zu Hause. Und da ist die Energie schon so hoch. Jetzt aber, hallo? Ja, hallo. Ich habe jetzt nur einmal Hallo gesagt, um die Leitung zu halten. Hallo, Sieglinde. Ich bin noch 64, ich bin im August 65 und bin Löwin. Ja, und was kann ich denn Schönes für dich tun, Sieglinde? Ja, ich habe vor 2 Jahren ein Mandat einen Rechtsanwalt übergeben, der dann circa 1 Jahr später seine Kanzlei verkauft hat. Aber ich weiß, dass er noch so tätig ist. Sage mir mal bitte, wir sind ja anonym, von diesem Menschen den Vornamen. Ich schaue gerade mal in den Bildern nach. Da ist zu sehen, dass er ein bisschen mit Unlust herangeht, weil viele, viele Details zu prüfen sind. Frage ihn mal, was du noch helfen könntest, was du noch beibringen kannst, was du noch übernehmen kannst. Das heißt, eine Aufstellung, eine Liste von dir würde ihm so den Schwung geben, dass er sich dran setzt und weitermacht. Ich würde den Bildern nach dir gerne empfehlen, schreib ihm nochmals mit der Frage und schau mal, ob du diese Aufstellung, Liste im Vorfeld schon gleich bereithalten kannst. Okay. Ja, alles Liebe. Das ist von Herzen gern geschehen und das war jetzt eine perfekte Frage in der anonymen Beratung, weil die hättest du öffentlich nie gestellt, ne? Siehst mal. 01379 911 880.
Dafür ist der Schutz, die Sicherheit, die Geborgenheit der anonymen Beratung da. Und für alle anderen ist das auch nochmal eine super Gelegenheit, die eigenen Gaben zu trainieren. Denn hallo, wenn jemand hier anruft, in dem Moment trainierst du deine Gabe der Hellsicht. Denn du überlegst, du versuchst mitzubekommen, was hat derjenige gefragt. Und über meine Antwort trainierst du die Gabe der Empathie, denn du versuchst nachzufühlen, wie es demjenigen mit meiner Antwort geht. Was ich jetzt versuche zu sagen, hier gibt es die wichtigen und richtigen Infos, bleib dran. Ich mache das sogar. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Und da sind wir wieder. Und was du hier eingeblendet siehst, den Engelsgruß der Eloa. Willst du vielleicht nicht auch mal ihre Botschaft hören? Manchmal ist das ein Satz, ein einzelnes Wort oder ein Gefühl. Dann gönn dir einen Moment der Stille und nimm diesen Anhänger aus reinem Perlmutt, diese Feder. Manche sagen aus, wäre ein richtiger Flügel. Ich empfinde es als Feder, jedem seines. Doch zwischen Zeigefinger und Daumen gönn dir einen Moment der Stille und dann höre, was du in dem Moment hörst, empfängst. Die Kette ist aus reinem 925er Silber, 45 cm lang, der Anhänger so rum ist aus reinem Perlmutt und der Engelsgruß der Eloa, der weibliche Engel Eloa, der als erster weiblicher Engel, wie die Erzengel, die Flügel aus schimmerndem Perlmutt zeigte. Und der Legende nach entstand dieser Engel aus einer Freudenträne Jesu. Und alle Menschen, die hier im Schutzschirm, im Schutz der Eloa sind, spüren die Geborgenheit, das Angekommen, angenommen sein, die Kraft der Gemeinschaft. Denn du weißt ja, langfristigen Erfolg gibt es nie im Gegeneinander, stets nur im Miteinander. Gerne auch noch nach der Sendung über die 0800 100 32 81 zu bestellen, solange der Vorrat reicht. Die Bedienungsanleitung ist natürlich dabei. So, hier gibt es auch eine Bedienungsanleitung für meinen nächsten Anrufer. Hallo, 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 einen wunderbaren guten Abend, da ist die Cora. Ich grüße dich, Michaela. Ich hätte gerne den... Dankeschön. Und ja, und von wem? Wie heißt er mit Vornamen? So, und sein Sternzeichen? Seiner ist seiner, ja. Und wie jung ist er? Wie jung ist er? Ja, und wann habt ihr euch zuletzt gehört, gesehen? Super, das ist ein kurzer Zeitanker, den ich da brauche. Ganz kleinen Moment. Höre. Manchmal verstehe ich dich nicht. Es gibt Momente, da habe ich das Gefühl, jetzt haben wir eine Nähe, die hält. Und dann ist irgendein Wort, ein Satz und ich weiß nicht, bin ich dann für dich der Beleidigte oder bist du diejenige, die sich in dem Moment zurückzieht? Wie kann das sein, dass von jetzt auf nachher die Stimmung zwischen uns so kippt? Ich würde mich gerne ganz auf dich einlassen, aber ich merke, dass ich schon vorsichtig werde. Also lass uns beiden ein bisschen Zeit, dass wir uns doch ganz langsam wieder annähern. Ich habe auch das Gefühl, ich brauche tatsächlich Zeit, um überhaupt in mir drin wieder die Kraft zu haben, mich mit dir zu beschäftigen. Und es liegt nicht an dir, das liegt daran, dass mein eigenes Leben gerade so durcheinander ist. Es fällt mir schwer, in meinem Leben Struktur zu erkennen und die brauche ich, bevor ich mich so tief und nahe auf dich einlassen kann. Und da bitte ich dich um dein Vertrauen. Wollen will ich's. Es braucht ein bisschen Zeit.
Sei dir aber gewiss, mit dem Gedanken an dich schlafe ich ein und mit dem Gedanken an dich wache ich auf. Da habe ich die Gänsehaut. Das passt, ne? Alles Liebe euch beiden. Gern geschehen. Bis dann. Tschüss. 01379 911880. Das bin nicht ich. Oder es ist nur ein Teil von mir. Klar, es ist ein Teil von mir. Ansonsten empfinde ich mich stets als Gefäß, wo es einfach durchfließt. Das ist die Kristallenergie und die setzt sich zusammen aus der Elektrizität in uns. Kennst du ja, wenn du zum EKG gehst, wird gemessen, wie viel Strom durch deinen Herzmuskel fließt. Durch die Magnetkraft in uns. Wir haben Magnetkraft in uns. Zum Beispiel die roten Blutkörperchen sind magnetisch. Naja, unser Blut sowieso, das Hemmeisen, das Hämoglobin, klar, magnetisch. Wenn du in die Magnetresonanz gehst, wird gemessen, in welcher magnetischen Schwingung deine Zellen schwingen. Und das kann man ja auf den schönen Bildern aus dem MRT da sehen. Und Kristalle in uns, na klar, kein Telefon, keine Kamera, kein Handy. Was weiß ich, könnte ohne die besondere Leitfähigkeit von Kristallen funktionieren. Wie deine Gedanken in die Welt hinausgetragen werden über die Kristalle, wie du auch Gedanken und Gefühle empfängst über die Kristalle in dir. Deswegen sagen wir so manchmal auch, ja, ich muss meine Antennen mal neu einstellen. Das stimmt. Diese Magnetkristalle oder ganz exakt Magnetitkristalle, das wissen wir von den Vögeln zum Beispiel, die haben das vorne im Schnabel, die orientieren sich am Erdmagnetfeld. Wusstest du, dass wir Menschen uns genauso am Erdmagnetfeld orientieren, am Magnetfeld der Planeten und Sterne um uns herum? Deswegen fühlen wir uns vielleicht auch manchmal wie verrückt oder ganz entspannt. Oder wir ziehen Ereignisse, Menschen, Erlebnisse magisch, magnetisch in unser Leben hinein. Meine Großmutter sagte gerne, der Magier, das heißt an und für sich, der um die Magnetkraft Wissende. Und vor über 5000 Jahren schon wussten das Menschen um dieses Geheimnis, welche magnetische Schwingung zum Beispiel Wohlstand in finanzieller Form oder Wohlstand in der Beziehung, welche magnetische Schwingung es da braucht. Und die wussten schon damals um das Geheimnis, wie sie ihre magnetische Schwingung so anheben, dass sie zum Beispiel mit der magnetischen Schwingung des Geldes auf einer Wellenlänge sind. Naja, wenn du wie Geld schwingst, dann ist es doch leicht, das in dein Leben zu holen. Was ist denn nicht da draußen? Du bist das in dem Moment. Falls du das jetzt zu viel auf einmal, lass mal, stell mir lieber deine Fragen. 01379 911 880. Hallo, 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 da ist die Cora. Einen wunderbaren guten Abend. Einen wunderbaren guten Abend, zurück hier ist Barbara. Ich grüße dich, Barbara. Ich grüße dich auch. Ich bin Zwilling von Sternzeichen. Ja? Und ich hätte gerne die Gedankenpyramide zu meinem Wunschpartner Franz. So, sage mir gerade bitte, wie jung ist er, sein Sternzeichen? Wann habt ihr euch zuletzt gesehen oder gehört? Ganz kleinen Moment, dann brauche ich den Zeitanker ein Stückchen zurück. Ah, ich finde, du willst immer Recht haben. Und ich finde, du hast so hohe Ansprüche. Und gestattet, das finde ich wiederum anstrengend. Eigentlich möchte ich gerne mit dir ein bisschen charmant sein und so ein bisschen, weißt du, gepflegte Unterhaltung. Alles andere ist mir momentan wirklich zu anstrengend. Und dieses Diskutieren, das ist mir momentan auch zu viel. Weißt du,
Ich sehe in dir eigentlich eine Frau, die das kann, denn du strahlst diesen Charme aus. Könntest du dir vorstellen, mal, dass es nicht darum geht, wer von uns recht hat oder wer nicht, sondern einfach mal charmant zu plaudern. Ich brauche noch 2-3 Wochen, dann komme ich wieder auf dich zu. Und dann hätte ich gerne, dass wir nicht Altes auseinander diskutieren, sondern ganz einfach charmant und gestatte problemfrei die Zeit miteinander genießen. Hast du diesen Wunsch auch? Ja, den habe ich auch. Siehst du? Also in 2-3 Wochen meldet er sich wieder. Okay. Alles Liebe euch beiden. Ganz, ganz lieben Dank. Sehr, sehr gern geschehen. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Und bitte beachtet die Mitmachregeln im Laufband. Ich sag's ja, die berührendsten Beratungen habe ich in der Geborgenheit, in der Sicherheit, im Schutze der anonymen Beratung. 01379 911 880. Die kriegst all Energie aus Engelslicht. Lass es mich mal einfacher erklären, weil wenn ich da so anfange, dann habe ich das Bild innen vor Augen. Dann ist es für mich, ja, logisch, astrologisch, kristallogisch, biologisch. Aber deswegen, schau mal, wie so ein Kristallgitter, was so funkelt und glitzert und schimmert, ist diese Kristallenergie um unsere Erde herum. Astronauten haben sie gesehen und beschrieben. Die haben gesagt, es sieht aus wie so Lichtimpulse durch Glasfaserkabeln durch. So schoss es da durch. Und weißt du, Lichtkraft wird erhöht, Dunkelenergie wird abgesenkt. Die Kristallenergie dient dazu, unsere Erde im, man nennt das so, kollektiven Feld des Bewusstseins. All unsere Gedanken sind nicht verloren. Die greift vielleicht jemand anderen als Impuls auf. Da ist diese Kristallenergie zum Beispiel. Wenn du jetzt sagst, boah, Cora, das hätte ich auch gerne. Dann machen wir das jetzt. Hallo, 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 da ist die Cora. Hallo, hier ist die Susanne. Ich grüße dich, Susanne. Hallo, ich möchte gerne wissen, ob mein Ex-Freund zurückkommt. Sag mir gerade mal dann von ihm das Sternzeichen und wie jung ist er? Sein Sternzeichen ist Wann habt ihr euch zuletzt gesehen oder gehört? Also, ich höre, dass er sich für eine Dame mit dunkelblond getöntem Haar interessiert. Du, schau, da gibt es jemanden, die finde ich sehr interessant. Und ich fände es unfair, wenn ich mich jetzt bei dir melde und mein Herz sich noch gar nicht entscheiden kann zwischen dieser Dame oder eben dir. Lass mir noch etwas Zeit. Ich weiß jetzt schon, in den nächsten Wochen weiß ich, wen ich möchte. Mir ist aber wichtig, dass du weißt, ich denke immer noch an dich. Doch ich habe mich noch nicht entscheiden können. Und vorher kann ich dir keine genaue Antwort geben. Lass mir noch so 6-7 Wochen Zeit. Ja, ich denke an dich. Hat gepasst, ne? Alles Liebe euch beiden. Bitte, bis dann. Tschüss. Also, woher soll ich als Normalmensch Cora das wissen können? Und dass ihr gezeigt wird, wie diese Dame aussieht, dass man das so sehen kann, dass ich ihn hören kann. Das geht nur mit Hilfe der Kristallenergie aus Engelslicht. Und sei dir gewiss, jeder Mensch kann diese Gabe in sich trainieren. Wir alle haben das angeboren, du auch. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Das ist, wie du lesen, schreiben, rechnen lernen kannst. Der eine wird halt Schriftsteller, der andere unterschreibt Kaufverträge, was auch immer. Und in meiner Familie ist es eben gebündelt durch Jahrhunderten schon.
Und was ich dir damit sagen mag, wir haben gerade mal noch eine Viertelstunde. Wenn du also jetzt und hier diese Kristallenergie für dich noch nutzen willst, sei es, dass du die Schattenlösung willst oder die Energiebalance, finanzielle Fülle wird erhöht. Körperliche Fülle darf sich doch gerne etwas lösen von dir mit Hilfe der Kristallenergie. Dann kann ich dich nur einladen, weil gerade mal noch eine Viertelstunde bin ich live auf Sendung. Dann am Donnerstag und Freitag nochmals mit dem Shop. Offiziell habe ich Urlaub, in Wirklichkeit renoviere ich, mache Buchhaltung, bin wahrscheinlich irgendwo so ein bisschen auf Bereitschaft, weil ja viele doch durch die unterbrochenen Zugverbindungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz momentan von den Kollegen nicht anreisen können. Also wir schauen mal. Ich mache mal auf Holz geklopft. Aber es heißt ja für dich jetzt, nutz die Gelegenheit, sei dabei, bleib dran. Nach den wichtigen Infos geht's hier weiter. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So, und hier siehst du nochmals den Engelsgruß der Eloa eingeblendet. Der Anhänger aus reinem Perlmutt, die Kette aus 925er Silber. Eloa ist der Legende nach der Engel, der weibliche Engel, der aus einer Freudenträne Jesu entsprang, als die Träne den Boden berührte. Und Eloa ist der Engel, dessen Flügel perlmuttfarben schimmerten, was bis dahin nur den Erzengeln vorbehalten war. Willst du vielleicht auch die Botschaft der Eloa hören, dich mit der Kraft der Gemeinschaft verbinden? Dann lade ich dich ein, hol dir hier über die 0800 132 81 gerne den Engelsgruß der Eloa nach Hause. So, jetzt muss ich dir aber was anderes zeigen. Das machen wir mal ganz schnell noch, liebe Regie. Das hier ist das Kristalltor. Da sieht man mich gar nicht. Warte mal, ich zeige dir es hier. Ja. Ah, da kann man sehen. Guck mal, super, super. Da siehst du tatsächlich, das Kristalltor öffnet sich stets am ersten Sonntag des neuen Monats. Kannst du hier die Flügel sehen? Kannst du vielleicht sogar noch so diese Engelssilhouette da sehen? Und zwar ist es mir Anfang Juni gelungen, hier über dem Himmel von Berlin, da siehst du es, das Kristalltor zu fotografieren. Das Kristalltor öffnet sich stets am ersten Sonntag des neuen Monats. Lichtkraft wird erhöht, Dunkelenergie wird abgesenkt. Das Kristalltor entsteht, weil an diesem Gitternetz der Kristallenergie, das unsere Erde ummantelt, an diesen Knotenpunkten, öffnet sich ein riesengroßes Energieportal, das Kristalltor. Und 34 Kristallportale umspannen unsere Erde. Und über ein Familiengeheimnis ist es mir eine wunderbare Freude und Ehre, Menschen mit in das Kristalltor hineinzunehmen. Wie das geht, du nennst mir hier in der Geborgenheit der anonymen Beratung nicht nur deinen Vornamen, sondern auch deinen Geburtstag. Ich sage dir exakt die Minute, in der ich dich in das Kristalltor mit hineinnehme. Ich nenne dir die Farbe der Kerze. Ich stelle dann deine Daten hier, diesen Zettel, auf die Leiste meines 1,5 Meter hohen Spiegels, schließe die Flügeltüren und dann singe, handle und spreche. Ich ein Familiengeheimnis. Und wenn es dann so silber, golden, glitzernd, gleißend, marienblau, bischofsviolett hervorblitzt, weiß ich, du bist im Kristalltor dabei. Und das Kristalltor bringt dieses Mal das großartige Geschenk der Leichtigkeit und Liebe. Höre, Erdenkind, unsere Möglichkeiten sind überaus höher. Aus
allen Universen, aus allen Galaxien, gebündelt mit der liebevollen Weisheit aller planetarischen Wesenheiten, fließt die Kristallenergie über das Kristalltor in dein Leben hinein. Willst du Liebe, sei es Selbstliebe, liebevolle Menschen in deinem Leben haben? Willst du die Leichtigkeit in deinem Leben spüren? Willst du wieder merken, wie Dinge leicht von der Hand gehen und dir leicht gelingen, dann lade ich dich ein, sei im Kristalltor jetzt am 1. August dabei. Ich bin voraussichtlich gerade mal die paar Minuten noch live auf Sendung. Das Kristalltor gibt es hier exklusiv bei Astro TV. Das sage ich jetzt mal wirklich nur noch dann am letzten Tag vor dem Kristalltor, auch mal telefonisch über unseren Werbepartner Questico. Willst du jetzt, vielleicht können wir es auch einblenden, da steht als drin Kristalltor, nicht Kristallwunsch, im Kristalltor am 1.8. dabei sein. Leichtigkeit und Liebe. Höre, Erdenkind. Wir bringen dir Leichtigkeit, damit du dein Leben meistern kannst. Und wir stellen dich in das Kristalltor der Liebe. Höre, Erdenkind, du bist so geliebt aus allen Welten, durch alle Zeiten senden wir dich. Und bedenke, unsere Möglichkeiten sind überaus höher. Ich nenne dir die Farbe der Kerze. Bitte beachte übrigens auch hier die Mitmachregeln im Laufband. Ich sage dir exakt die Minute, in der du im Kristalltor dabei bist. Wenn du noch jemand Zweites mitnehmen willst, gerne. Ich singe, handle und spreche ein Familiengeheimnis. Und wenn es dann so silber, golden, weiß, marienblau, bischofsviolett hervorblitzt, funkelt und glitzert, dann weiß ich, du bist im Kristalltor dabei. Und 29 Tage und Nächte kannst du die Kerze, deren Farbe ich dir nenne, immer und immer wieder anzünden, dich erneut mit der Kristallenergie aus Engelslicht über das Kristalltor verbinden. Hast du das gesehen? Ich habe so viele Jahre gebetet, weil ich sehe das immer so. Ich möchte mal den Menschen zeigen können, wie das Kristalltor aussieht. Und wenn du diese Bilder hier siehst, vielleicht kann man es noch mal ganz kurz zeigen. Da kannst du es genau sehen. Das Licht ist ausschließlich im Kristalltor drin. Das Licht ist nur im Kristalltor. Ringsrum, da ist wieder die Dunkelheit. Lichtkraft wird erhöht. Dunkelenergie wird abgelenkt und abgesenkt. Das Kristalltor war hier direkt über Berlin. Da hat es sich geöffnet. Siehst du die gesamten Engelsflügel? Siehst du die Engelssilhouette? Kannst du sehen, wie hier wirklich ein Tor sich öffnet? Und wie nur innerhalb des Kristalltores dieses Funkeln und Leuchten erkennbar ist. Ringsrum hast du es gesehen, da war es wieder dunkel. Na? So sieht das Kristalltor aus. Und ich bin so dankbar. Ich war in der Meditation für das Kristalltor im Juni und da habe ich es gehört, als ob jemand neben mir steht. Schalte dein Handy ein. Hä? Das habe ich immer aus. Wer weiß, was ist? Schalte dein Handy ein. Also gut, habe ich das Handy eingeschalten und dann hieß es, halte die Kamera bereit. Und dann habe ich vielleicht so für 30 Sekunden lang klick, 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 die gesamte Zeit das Kristalltor nur fotografieren können. So lange war es sichtbar, also für alle sichtbar. Dann war wieder so dieses Flimmern und Schimmern, so dass ich wusste, aha, jetzt sehe es nur ich. Aber das ist das Kristalltor. Und jetzt kannst du dir das vorstellen. Und da bist du mittendrin. Aus allen Universen, aus allen Galaxien fließt gebündelt wie ein Laserstrahl mit der liebevollen Weisheit aller planetarischen Wesenheiten die Kristallenergie aus Engelslicht direkt zu dir. Leichtigkeit und Liebe. Hallo, 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 da ist die Cora. Hallo Cora, hier ist Bernadette.
Ich grüße dich. Hallo, hallo. So, sag mir gerade mal bitte, wann bist du geboren? Jawohl, ja. Magst du noch jemanden mit in das Kristalltor nehmen? Ja, wann ist er geboren? Jawohl, ja. Ihr seid beide im Kristalltor am 1.8., also am kommenden Sonntag dabei, um 21.39 Uhr. Nee, stimmt nicht. 21.49 Uhr. Bitte habe eine violettfarbene Kerze für euch beide an und höre, Erdenkind. Wir bringen dir Leichtigkeit, damit dir alles leicht von der Hand geht. Und höre, du bist geliebt durch alle Welten und alle Zeiten. Ah, ich habe so die Gänsehaut. Bitte, bitte, bitte. Genau. Bis dann. Bitte, bitte. Tschüss. Das ist das Kristalltor aus allen Universen, aus allen Galaxien, fließt gebündelt wie ein Laserstrahl. Die Kristallenergie, hoppsa, hier haben wir es nochmal. Kannst du das hier unten sehen? Das ist richtig ein Tor und nur innerhalb des Tores ist das Licht. Hier kann man es ganz genau sehen. Ne? Das sind Fotografien vom Handy, ganz normal. Vielleicht wird es gleich nochmal gezeigt. Und das ist das Kristalltor, wie es meine Familie seit Hunderten von Jahren sieht und ich seit meinem 5. Lebensjahr. Also jetzt kann ich es dir zeigen, jetzt weißt du, wie es aussieht, wenn du in diesem riesengroßen Kristalltor dabei bist und über 3 Millionen Kristallhüter hier auf Erden, die senden dir in der Zeit noch ihr Kristallsignal. Wie so eine Pyramide sind die hinter dir. Hallo, 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 da ist die Cora. Ja, hallo Cora. Ja, dann sag mir gerade bitte, wann bist du geboren? Ich bin noch 64, bin jetzt in Klinten und bin Löwenfrau. Ja. Du bist im Kristalltor dabei, der zählt bei der Leichtigkeit und Liebe aus allen Welten und durch alle Zeiten, zählt natürlich die finanzielle Fülle dazu. Liebe Sieglinde, du bist am 1.8. um 21.17 Uhr im Kristalltor dabei. Ich singe, handle und spreche. Nehme dich so in das Kristalltor mit hinein. Bitte habe eine sonnengelbe oder goldene Kerze 29 Tage und Nächte immer mal wieder an, so wie du sie anzünden magst. Und wisse, mit Leichtigkeit kann die finanzielle Fülle in dein Leben fließen. Alles Liebe. Genau. Bitte sehr, bis dann. Tschüss. So, wenn wir uns ganz schnell beeilen, schaffen wir noch einen. Mensch, das Kristalltor am 1.8. Ich muss es dir nochmal zeigen. Wir haben es zwar auch in groß, aber schau mal, hoppsa, hier. Ganz normal, siehst du das? Hier über dem Himmel von Berlin. Und kannst du das hier sehen? Nur innerhalb des Kristalltores, genau da, nur innerhalb des Kristalltores ist das Licht. Außerhalb ist alles dunkel. Und siehst du die Engelsflügel? Da sieht man nicht nur einen, sondern mehrere. Und dann habe ich es rangezoomt und da hast du genau die Silhouette von einem Engel gesehen. So irre! Das Kristalltor am 1.8., stets am ersten Sonntag des neuen Monats. Schau dir das mal an. So sieht das Kristalltor aus. Ist das nicht der Oberknüller? Mensch, ringsrum war Nacht und nur innerhalb des Kristalltores das Leuchten. Na, und wenn du dabei sein willst, dann gerne jetzt den letzten Anruf. Dann sei dabei, denn höre, Erdenkind, wir, die Kristallengel, bringen dir aus allen Universen, aus allen Galaxien Leichtigkeit in dein Leben
und liebe, Selbstliebe und wisse, du bist geliebt. Von allen Welten durch alle Zeiten. Hallo, 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 da ist die Cora. Bitte bleibt kurz dran. Oh, ich danke euch sehr. Ich bin mal gespannt, wenn Hellseher hell sehen. Mal sehen, ob ich doch noch mal da bin. Hab euch lieb und das meine ich so. Eure Cora. So, wen habe ich in der Leitung?